So, wir setzen jetzt mal unseren Sinkflug im Moment weiter fort nach San Juan, durchfliegen gleich die 10.000 Fuß und können uns ja gerade mal auf dem Navigation Display kurz mal anschauen, wie es da aussieht. Wir können hier schön durch die Edsog-Kamera mal ein bisschen ranzoomen und das Display mal ein bisschen näher rangehen. Also, das war jetzt zu nah rangezoomt. So. Noch eins raus. So. Also, wir fliegen auf Puerto Rico drauf zu. Auf dem nördlichen, an der nördlichen Küste liegt ja dann San Juan. Wir passen jetzt gleich Salre bei 11.000 Fuß. Dann geht es hier weiter, Flabo, Pleno. Und dann fliegen wir hier gerade auf die Küste drauf zu, drehen dann nach links ab auf die Runway, fliegen dann auch über San Juan heute drüber, die Hauptstadt von Puerto Rico, Richtung Runway 10, wenn das die aktive Runway ist. Sofern sich am Wetter nichts verändert hat, sollte es die sein. So. Wir sind eigentlich sonst soweit auch ganz gut im Descent. Das passt alles, der reduziert jetzt auf unter 250 Knoten, weil wir kommen jetzt ja gleich unter 10.000 Fuß. Fällt gerade ein, ich habe ganz... Ne, wobei habe ich nicht vergessen. Die Landing Lights sind auf, wunderbar. Machen wir die schon mal an, bevor ich es vergesse. Ich verstehe gerade, irgendwie kann ich gerade nichts antippen hier mit der Maus. Keine Ahnung wieso. Aber gut, gehen wir einfach in die Overhead-Ansicht. Dann geht es ja. Ich kann nicht mal hier den Autopiloten-Button disengage irgendwie drücken. Keine Ahnung, oder? Doch, jetzt ging es ja. Oder? Ah ja, doch, jetzt ging es. Ich habe es nur irgendwie falsch anvisiert. Deswegen hat er eben, konnte ich da eben nichts anklicken. Deswegen ging es vielleicht auch eben bei den Landing Lights nicht. Keine Ahnung. So, wir können eigentlich aber auch bei zweifacher Simulationsrate bleiben. Mal kurz in die Außenansicht gehen. So, hier haben wir Puerto Rico und da ist San Juan. Also fliegen jetzt so drauf zu. Und der Flughafen müsste... Ich meine, entweder liegt hier oder hier. Müssen wir gleich mal gucken. Wir werden es ja sehen, wenn wir jetzt drauf anfliegen. Sonst müssen wir eigentlich jetzt auch nicht mehr viel machen. Genau, wir werden langsamer, müssen irgendwann wahrscheinlich dann selber mal übernehmen und die Geschwindigkeit eindrehen. Guck mal, wir haben jetzt nur noch 4% an Kerosin im Tank. Schon irgendwie krass, wenn wir mit so einem A320 oder sowas fliegen würden. Dann wäre das jetzt schon so wenig, dass man gar nicht mehr wirklich weit fliegen kann. Oder dass wir überhaupt nicht mehr weit kommen würden. Und hier, da wir natürlich jetzt so einen Langstreckenflieger haben, der hat natürlich einen viel größeren Tank. Da sind 4% aber doch noch einige LBS. Wir haben aber dann laut aktuellem Progress... Ja, guck, ich kann irgendwie gerade... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann die manches echt gerade irgendwie nicht mit Linksklick anklicken. Kein Plan, wieso. Na gut. Wo das aus anderen Perspektiven geht, dann wieder so Progress. Wir haben noch, aber immer noch... 14,8 laut aktuellen Planungen am Zielflughafen übrig und wir haben aktuell 15,5 drin, also brauchen jetzt nur noch ca. 1000 LBS. Dann passt das schon wieder. Also wirklich viel brauchen wir jetzt nicht mehr, da wir jetzt auch im Sinkflug sind. Da laufen noch die Triebwerke so gut wie auf Idle. Ihr seht, eben stand manchmal hier Idle drin, als wir noch reduziert haben. Die laufen fast jetzt hier auf Leerlauf. Also nur geringen Triebwerksleistungen. So. Wir kommen langsam der Oberwolkengrenze näher und gucken mal, ob wir schon den Flughafen kontaktieren können. So, hier steht zwar San Juan, aber wir müssen aufpassen, das ist nämlich nicht der richtige, sondern hier unten ist der Luis Munoz Marin International. Das ist der Flughafen von San Juan, auf dem wir heute anfliegen werden. Tango Juliet Sierra Juliet. Und wir hören erstmal das Wetter an. Die Flughafeninformation Romeo hören wir jetzt hier. Genau, Wind kommt ungefähr aus der Richtung, dass wir auf der 1.0 anfliegen werden. 3 Knoten, also minimalster Crosswind, also eigentlich fast gar kein Crosswind. Der Wind ist eh so leicht, dass wahrscheinlich bei dem Flugzeug gar nicht merken, so wirklich. Altimeter 2997. Genau, Runway 10 ist in use, wunderbar. Passt. Okay, wir haben Romeo. Wetterinformation Romeo und kontaktieren mal den Tower. Und wir können gerade mal hier die Approach-Checklist schon mal bestätigen. So, wunderbar. Da haben wir es. Landebahn 10, so wie wir es programmiert hatten, so wie wir es geplant haben, die kriegen wir. Das ist sehr schön. Etihad 983. Wunderbar. So, wir fliegen jetzt wirklich, ihr seht da vorne jetzt schon die Küste, auf Puerto Rico drauf zu. Ich verstehe aber echt gerade nicht, Leute, wieso... Man, das fängt da schon mal zu... Wieso ich jetzt einfach manche Sachen einfach nicht mehr anklicken kann. Bisschen schade, ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich meine, es hat ja vorhin noch geklappt. Ich glaube auch, als ich die Aufnahme fortgesetzt habe, hat es noch geklappt, ne? Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, als dann Active Sky Next abgestürzt ist und so weiter, hat es nicht geklappt, aber sobald ich irgendwie hier
eine andere Ansicht. Sobald ich jetzt hier in der Ansicht bin, geht's nicht. Geht's in der Co-Piloten-Ansicht? Geht's auch nicht. Aber in der, zum Beispiel jetzt hier in der Override-Ansicht oder so, kann ich alles ganz normal problemlos drücken, die Buttons. Und ja, ihr habt eben gesehen, ich bin kurz mal auf A gedrückt. Also man kann hier schon im Cockpit noch so verschiedene Ansichten hier noch so durchgehen und hat immer noch diese, habe ich mich vertan, man hat hier doch noch diese ganz normalen Cockpit-Ansichten. Nicht Cockpit? Also habt zum Beispiel, also bei virtuelles Cockpit habt ihr nicht mehr, aber zum Beispiel den First Officer Seat habt ihr hier noch oder sowas, aber genau diese Cockpit-Ansichten nutze ich jetzt eigentlich nicht mehr, sondern nur diese von AdStock-Kamera. Also habt ihr anscheinend doch noch, ich dachte, ihr hättet die gar nicht mehr. Aber ihr habt gesehen, es waren nicht mehr alle Cockpit-Ansichten mit dabei und so, wie sie davor halt auch kannten. Also ein paar sind weg. Ich glaube, bei manchen anderen Flugzeugtypen gibt es ja gar nicht mehr diese Cockpit-Ansichten. Hier sind immer noch aber noch ein paar vertreten, wie ihr seht. So. Dann müssen wir mal kurz gucken. Wegen dem Reduzieren von der Geschwindigkeit. Aktuell ist er noch bei 240. Drehen jetzt gleich ab. Machen wir mal eine normale Simulationsrate, haben wir schon. Vielleicht stellen wir jetzt doch schon mal ein, dass wir die Geschwindigkeit kontrollieren. Wenn er reduziert. Ja, machen wir schon mal 180. So, ILS sollte hier hoffentlich drin sein. Ja, ILS ist drin, wunderbar. Dann drehen wir gleich nach links ab und jetzt sehen wir zwar den Flughafen noch nicht, aber direkt hinter den Wolken ist es und da unten haben wir San Juan, fliegen wir direkt drüber. So, wir machen mal die Speed Brakes raus, dass er vielleicht ein bisschen schneller mal reduzieren kann. Und können die Flaps schon mal auf 1 ausfahren. So, machen wir auch schon mal den Autopiloten, nicht den, machen wir schon mal hier APP an für Anflugkurs halten, damit er hier dann Localizer und Glide Slope gearmt hat, damit er die beiden capturen kann. Ich muss leider echt immer in diese Ansicht wechseln, um hier irgendwie da was eindrehen zu können, aber gut. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir aus dieser Ansicht hier dann die Pilotenansicht wechseln, aber dann kann ich wieder nicht alles drücken. Keine Ahnung, wieso nicht. Na gut. So. Muss ich jetzt einfach nach der Aufnahme nochmal gucken, woran das liegt. Vielleicht finde ich es heraus, vielleicht habe ich irgendwie was falsch nochmal eingestellt. Habe ich das eigentlich... Oder ich starte einfach danach, nach der Aufnahme in FSX nochmal neu, mal gucken, ob es immer noch so ist, oder vielleicht lag es auch einfach daran, weil ich jetzt nochmal, weil Active Sky Next irgendwie abgestürzt ist oder so, keine Ahnung. So, Flaps 5. Aber ihr seht, ihr guckt zum Beispiel, weil ich verstehe nicht, in diesen Ansichten kann ich alles einstellen. Und sobald ich hier in diese Ansicht gehe... Wobei, jetzt geht's. Was? Jetzt geht's wieder. Hä? Keine Ahnung, wieso es eben... Jetzt geht's auf einmal. Okay, Leute. Kein Plan, wieso es eben nicht geklappt hat. Ja, Speed Break ist extended, ich weiß. Aber jetzt seht ihr hier. Jetzt kann ich wieder hier am Autopilotenfeld auch alles hier aus dieser Ansicht eindrehen. Ja gut, dann hat sich das ja geklärt. Dann funktioniert wieder alles. Keine Ahnung, wieso es eben nicht geklappt hat. Und was ich auch mal jetzt gemacht habe, dass es jetzt wieder klappt. So, Localizer und Glide Slope sind schon gecaptured. Wir sind schon auf dem ILS. Sind schon im Descent und Flaps gehen auf 10. 15 ist hier der nächste Schritt, 15. So, Speed Brakes gehen rein und wir armen die. Ab 2000 geht das Landing Gear down, so, wir fliegen jetzt mitten durch die Wolken durch, sind auch schon clear to land, wunderbar. Kein anderes Flugzeug scheinbar mehr vor uns. Dann gucken wir uns ein paar Segelboote und sind es auf 2500. Ah, das ist ja nice, dass es jetzt wieder klappt, dass ich hier alles wieder so eindrehen kann, jetzt alles hier wieder bedienen kann. Können wir wunderbar jetzt überall wieder draufklicken. Keine Ahnung, wieso es vorhin jetzt nicht geklappt hat. Falls ihr wisst, wieso, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber ich habe jetzt auch nichts Besonderes eben gemacht. Ja, keine Ahnung. So, Wolken hängen aber schon recht tief auf 2000 Fuß, aber jetzt ungefähr auf der Unterwolkengrenze. Da vorne seht ihr die Runway direkt da vor uns. Eigentlich könnten wir jetzt auch schon gleich übernehmen. Machen wir mal die Flaps auf 20 und das Gear Down. So, Final Approach Speed ist, den stellen wir noch gerade ein, 142 Knoten, auf den reduzieren wir jetzt. Seht ihr auch hier leichte Turbulenzen gerade, wie jetzt schön durch AdStock-Kamera das hier so dargestellt ist, wie das hier so hin und her wackelt. So, freie Sicht auf die Runway 10. Wir machen die Flaps auf Full, damit ist die Landing-Checklist auch completed. Und der Autopilot geht raus und wir haben die Kontrolle. Autopilot disengaged, I have control. Und jetzt fliegen wir die letzten 1680 Fuß von Hand bis zur Runway.
So, Final Approach Speed ist erreicht. Flaps 30. Auf 30 gehen sie jetzt. Jetzt geht es hier mitten über San Juan bis zur Landebahn. Landing Checklist ist completed. Auto Brakes, 2-Speed Brake Armed. Wunderbar. Wind kommt leicht von vorn, wird noch ein bisschen nach rechts dann abdrehen. Aber nur leichter Wind wackelt hier ein bisschen. Na gut, das ist schon richtig cool hier gemacht mit Adstock-Kamera. Bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem Addon. Gefällt mir echt gut, kann ich euch nur empfehlen. Ist jetzt auch erst mein erster kompletter Flug mit dem Addon. Also ich bin noch keinen Flug bisher geflogen hier. Vorher, wo ich das Addon verwende, seitdem ich das Addon hier habe. Auf jeden Fall auch cooler Anflug jetzt hier auf dem Flughafen. War bisher auch echt ein super Flug. Jetzt hoffen wir, dass wir eine schöne Landung noch haben werden zum Abschluss von dem Flug. Jetzt werdet ihr auch gleich sehen, wie das mit dem Aufsetzen ist, wie das dann dargestellt wird. Und je nachdem, wie hart wir halt aufsetzen, desto extremer ist es halt dann dargestellt. Das ist schon cool, dass jetzt halt das hier mit dem Dynamic Head Movement, dass er ein bisschen so dargestellt wird, wie der Kopf sich hier so bewegt vom Piloten. Und nicht die Ansicht so komplett so starr und fest ist. Sondern er sollte den Schub dann automatisch auf Idle nehmen. Ein paar Fuß über Boden. Wenn alles passt. Sollte aber. So, zwei weiß, zwei rot. Wir sind wunderbar auf dem Gleitpfad. Kommt vielleicht noch ein bisschen tiefer, aber sind ganz gut dabei. Speed passt auch. Sehr schön, alles passt für die Landung. So, wunderbar. Richtige Runway. So, kommen die Minimums näher. Der Decision Height. Und Minimums Continue Approach. Continue Landing. Idle. Und Touchdown. So, da sind wir aufgesetzt. Sogar ein bisschen vor den dicken Streifen. So, Reverses. Und die Speed Brakes sind ab. Wunderbar, wir bremsen ab. Dann habt ihr gerade diesen Windows Sound gehört. Der kommt, wenn der PC überlastet ist. Ich wollte gerade noch sagen, es läuft alles wunderbar. Aber seht ihr, wir haben 20 FPS. Ich weiß nicht, wieso das jetzt kommt, wieso im PC jetzt gerade überlastet ist. Deswegen wird sich auch das Gras nebendran nicht mehr so richtig dargestellt. So. Aber nee, es hat nur nachgeladen. Doch, das Gras wird noch wieder richtig dargestellt. Keine Ahnung, wieso das jetzt eben kam. So, wir haben wunderbar abgebremst. Sah doch eigentlich noch einer ganz guten Landung hier aus. Ich hoffe mal, dass dieser Windows-Sound jetzt nicht mehr kommt. Das ist nur eben kurz, warum mein PC-System hier mal kurz überlastet war. Weil die Sache ist halt die, ich verwende jetzt noch das Addon Adstock-Kamera, das läuft ja auch noch mit im Hintergrund und verbraucht auch noch Performance und deswegen kann sein, weil es jetzt eben mit den Effekten, die halt noch dargestellt werden müssen und so weiter, muss es natürlich auch alles berechnen, braucht deswegen auch wieder PC-Performance und so weiter. Und deswegen, weil es eben wahrscheinlich auch diesen Touchdown halt so berechnen musste mit diesem Aufsetzen, wie das da eben hier im Cockpit, ihr habt ja gesehen, wie das so kurz so hin und her gewippt hat, weil das halt alles so noch berechnet werden musste von Adstock-Kamera, dass das einfach deswegen die Texturen hier nicht mehr alle lädt, weil ihr seht gerade zum Beispiel die Texturen vom Triebwerk oder hier von den vom Seitenleitwerk und so werden auch nicht mehr richtig geladen. Keine Ahnung, kann sein, weil mein PC jetzt gerade irgendwie ein bisschen überlastet ist, wobei, mal gucken, ob jetzt gleich nochmal diese Meldung, dieser Windows-Sound kommt, weil der kommt irgendwie immer, das hatten wir in Livestreams bisher nur, und da mein PC irgendwie überlastet war, dann kam immer dieses Bling, Bling von Windows. Ja, und kann halt sein, vielleicht muss ich die Grafik, ein paar Sachen jetzt hier ein bisschen runterstellen, damit halt, ja, der FSX uns hier nicht abstürzt, irgendwie während des Fluges. Wobei, der die ganze Zeit jetzt gut gelaufen ist, auch jetzt hier bei Landung. Gesehen jetzt auch gerade wieder 20 FPS und ich weiß nicht, wieso dann hier von Windows diese Meldung kommt, diese Bling-Bling, dass der PC überlastet wäre. Weil eigentlich läuft ja alles wunderbar flüssig und so weiter. Aber wie gesagt, durch das Adstock-Kamera-Addon wird natürlich auch nochmal Performance halt benötigt und so weiter. Kann sein, dass deswegen mein PC jetzt noch ein bisschen mehr belastet ist. Vielleicht muss ich in nächster Zeit einfach mal ein bisschen nochmal upgraden oder so. Schaue ich mal. So. Mal mit dem neuen Prozessor vielleicht ausstatten, der noch ein bisschen leistungsfähiger ist, als der, den ich im Moment habe. So, wir rollen mal kurz auf die Parkposition und gucken uns dann die Landung nochmal aus der Sofortwiederholung an. Aber ihr seht, es läuft ja alles wunderbar. Wobei ich jetzt gerade eben das Problem hatte, dass die Aufnahme automatisch hier beendet wurde, obwohl ich eigentlich noch über 500 GB Speicherplatz hier hatte, beziehungsweise noch habe auf der Festplatte. Ich muss einfach mal jetzt beobachten, ob die Aufnahme gleich nochmal automatisch beendet wird. Deswegen kann sein, dass jetzt manchmal kurz hier zu Unterbrechungen kommt. Aber wir rollen jetzt erstmal auf die Parkposition. Das ist übrigens Parking 35, was ich hier ausgesucht habe, und danach gucken wir uns noch die Sofortwiederholung an. So, Parking 35. Hier in der Nähe von den anderen Cargo-Maschinen, hier im Cargo-Bereich von
San Juan, aber jetzt hört auch, es kommt nie mehr die Meldung, nie mehr dieses Bling-Geräusch von Windows, diesen Windows-Sound, dass irgendwie hier dass irgendwie der PC irgendwie überlastet ist. Aber gut, ich muss einfach mal gucken, was ich mache. Beziehungsweise, ich werde einfach mal bei den nächsten Flügen beobachten, wie das so läuft. Aber ich hatte vielleicht mal vor, meinen PC in nächster Zeit mal irgendwie mit einem neuen Prozessor oder irgendwie sowas auszustatten und da nochmal ein bisschen abzugraden. Dass er vielleicht auch nochmal hier beim FSX das besser läuft. Beziehungsweise, es läuft ja auch gerade richtig gut mit 20 Bildern pro Sekunde. So, jetzt ist die Aufnahme eben wieder leider automatisch hier unterbrochen worden. Ich habe jetzt mal ActiveSky Next jetzt eben nochmal hier für die letzten paar Minuten von dem Flug jetzt hier nochmal beendet, damit das auch nicht mehr im Hintergrund noch läuft und so weiter. Aber was ich eben noch ansprechen wollte, seitdem ich das letzte Mal meinen PC abgegradet habe, also vom Prozessor her, der Prozessor wird ja viel gebraucht hier für den FSX, seitdem ich da den Prozessor das letzte Mal abgegradet habe, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und seitdem verwende ich ja auch viele neue Add-ons hier für den FSX und die jetzt halt auch im Hintergrund laufen. Jetzt haben wir halt noch AdStore Kamera mit dabei, was glaube ich auch noch irgendwie ein bisschen so im Hintergrund halt auch noch läuft und halt auch noch Performance zieht. Und mal gucken, vielleicht werde ich ja nächste Zeit mal meinen Prozessor mal upgraden, dass ich da das einfach nicht mehr habe, dass halt hier mein PC irgendwie überlastet ist und so weiter. Damit es halt dann nicht mehr zu sowas kommt, wie dass halt Texturen oder sowas nicht geladen werden können. Aber jetzt seht ihr, werden hier alle Texturen wieder wunderbar geladen und so weiter. Zumindest hier vom Flugzeug, die ja vorhin nicht geladen haben. Jetzt hört ihr aber schon wieder, kommt wieder der Windows-Sound. Na gut, wir lassen den Flieger jetzt mal hier stehen und gucken uns schnell mal die Sofortwiederholung an, damit wir das noch gesehen haben, die Landung heute mal von außen. So, wir können ja hier einfach mal... Geht das hier noch zurückspulen? Nee. Ich habe nämlich 300 Sekunden ausgewählt, hat nicht gereicht, müssen wir noch ein bisschen mehr auswählen. So, 700 Sekunden ist mehr als genug. Das heißt, wir können ja auch nochmal ein Stück vorspulen, das Ganze. So, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt gerade. Warte mal. Muss in eine andere Ansicht gehen, damit ich hier die Kamera besser bewegen kann. So, Leute, und jetzt soll es aber klappen, dass wir uns die Sofortwiederholung von der Landung nochmal anschauen können. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier wieder im Anflug auf die Landebahn 10 vom Flughafen San Juan. Aber jetzt halt hier in der Sofortwiederholung. Und dann gucken wir mal, wie die Landung jetzt hier von außen ausgesehen hat. Also wie gesagt, ich muss einfach mal gucken, jetzt für die nächsten Flüge oder ich werde es bei den nächsten Flügen einfach mal beobachten, wie das dann so bei meinem PC so läuft. Wie gesagt, ich habe jetzt halt auch ActiveSky Next beendet. Eben ist jetzt Fraps auch noch ein paar Mal sozusagen abgestürzt, beziehungsweise hat sich automatisch beendet. Das hat mit dem Aufnehmen nicht mehr geklappt und deswegen habe ich es dann immer wieder neu gestartet, bis jetzt wenigstens mal, ohne dass es gleich wieder sich geschlossen hat, jetzt hier auch aufgeblieben ist. Und ich höre, es kommen auch keine Windows-Bling-Sounds mehr im Hintergrund. Ich habe nämlich jetzt auch mal AdStore Kamera noch deaktiviert. Wir sind jetzt ja hier nämlich in der Ansicht, Standardansicht vom FSX. Ich weiß gar nicht, was. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr genau durch die Sichten irgendwie durchwechseln, komischerweise. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich AdStore Kamera jetzt noch beendet habe. Aber jetzt hört ihr auch, kommen diese Bling-Sounds nicht mehr im Hintergrund. Und jetzt ist mein PC auch da irgendwie anscheinend nicht mehr so zu stark überlastet. Also ich muss einfach mal gucken, was ich da mache, dass es dann in Zukunft dann nicht mehr so ist. Beziehungsweise vielleicht werde ich es für die nächsten Flüge erst nochmal so lassen, wie es ist. Oder vielleicht noch ein bisschen umprobieren. Aber. Genau, muss ich mal gucken, vielleicht werde ich meinen PC jetzt eh bald dann wahrscheinlich mal ein bisschen upgraden, dass es dann auch hier alles wunderbar läuft. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, ActiveSky Next beendet und AdStore Kamera, zwei Sachen, die wir jetzt die ganze Zeit im Hintergrund während dieses Fluges... Ah, guck mal hier, schöne sanfte Landung. Die wir jetzt die ganze Zeit im Hintergrund während dieses Fluges hier laufen hatten. Und, ja, das hat einfach auch nochmal ziemlich viel Performance halt gebraucht, diese beiden Programme. Und jetzt seht ihr hier, wo das jetzt ohne das hier läuft. Genau, kommt nicht mehr dieser Warnsound hier, aber dafür, da ich jetzt AdStore Kamera halt beendet habe, kann ich halt jetzt nicht mehr hier durch die Sichten wechseln, habe jetzt gerade keine andere Ansicht mehr, außer diese halt hier. Aber die reicht ja, um hier wenigstens die Landung mal von außen sehen zu können. Wobei, jetzt kommt schon wieder hier der Warnsound von Windows. Und damit jetzt nicht gleich wieder Fraps sich beendet oder sowas, beende ich lieber jetzt mal den Flug an der Stelle. War aber sonst auf jeden Fall ein sehr schöner Flug, bis auf das jetzt am Ende halt hier so ein paar Probleme aufgetreten sind, von Performance-mäßig und so weiter. Ich guck mal, ob ich das irgendwie jetzt für die nächsten Flüge beheben kann. Beziehungsweise werde wahrscheinlich eh dann irgendwann mal meinen PC ein bisschen upgraden mit neuen Komponenten, beziehungsweise neuem Prozessor, weil das ist ja andere Sachen, Grafikkarte, Arbeitsspeicher habe ich ja schon upgraded erst vor ein paar Monaten, aber neuer Prozessor wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht. Gucke ich mal, was ich mache. Und ja, dann gucken wir, wie es bei den nächsten Flügen laufen wird.
Mir hat der Flug auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Und ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache, dass wir jetzt hier das Add-on AdStock-Kamera verwenden. Bietet auf jeden Fall viele coole Möglichkeiten. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch, wie gesagt, bei jedem der nächsten Flüge immer verwenden, das Add-on AdStock-Kamera. Und ja, wir schauen einfach mal, ob ich jetzt beim nächsten Flug dann schon, vielleicht stelle ich auch einfach die Grafik ein bisschen um oder so. Ich gucke mal, was ich mache, dass es dann vielleicht bei nächsten Flügen besser läuft, ohne halt irgendwelche, diesen Warnsound von Windows, dass der PC ein bisschen überlastet ist oder so. Wobei, ihr habt ja gesehen, ist die ganze Zeit mit 20 Bildern pro Sekunde die ganze Zeit hier am Flughafen gelaufen. Verstehe ich einfach nicht, wieso es dann heißt, dieses Bling-Bling, dass der PC überlastet wird. Also ich verstehe es nicht. Weil der FSX hat nicht mal geruckelt im Anflug oder so, alles wunderbar. Aber ich bin froh, dass er das alles ohne Abstürze gelaufen ist. Das ist schon mal das Mindeste, dass der FSX nicht abgestürzt ist. Das wäre das Schlimmste gewesen, was noch hätte passieren können. Na gut, aber sonst war der Flug auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Wie gesagt, wenn er euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video positiv zu bewerten, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es nicht getan habt, um keine weiteren Flüge hier im FSX-Man zu verpassen. Und damit war es an der Stelle von diesem Flug hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer LineGamer1. Ciao.